Wenn ich hier auf den Straight Footlock gehe, den Ashigarami, also aus dem Ashigarami, dann ist die häufigste Verteidigung immer die, dass er versucht, seine Hüfte frei zu machen an dem Bein, das ich angreife. Das geht ganz einfach. Ich greife mir hier sein Bein, bin hier drin, komme in den Ashigarami und spätestens jetzt merkt er, dass es nicht so toll ist, wenn ich da hier dran hänge. Und was er jetzt machen kann, ist diese Ferse mit der Hand nach unten zum Boden drücken, um hier seine Hüfte frei zu machen. Jetzt vielleicht sogar mit seinem Hintern da drauf zu sitzen und rauszurutschen. Ja? Was ich jetzt mache, ist, ich mache genau die gleiche, ich mache jetzt genau die gleiche Bewegung weiter, die ich vorher gemacht habe. Ich gehe wieder hier rein, komme runter und drehe mich jetzt weiter auf den Bauch. Du kreuzt die Beine und hab den Belly Down Ankle Lock. Das heißt, ich greife ihn hier an, wie bereits vorher in der Technik. Geh her, geh auf den Ashigarami, geh auf den Straight Footlock, will gerade anziehen, schiebt der mein Bein runter und geht da drüber. Und jetzt versuche ich nicht irgendwie was anderes zu machen, jetzt bleibe ich bei der Bewegung. Ich drehe mich hier langsam auf den Kopf und gehe einfach jetzt auch mit dem Knie hier drüber weiter, kontrolliere seine Hüfte und habe jetzt einen perfekten Winkel für den Belly Down Ankle. Ihr seht, dass ich mich einfach beuglings lege, sein Bein eng halte, mich auf der Stirn abstütze und jetzt habe ich wieder, meine Hüfte ist immer oben in der Luft, wenn ich den Bein angreife. Und jetzt kann ich schön mit meiner Hüfte wieder Druck auf seine Achillessehne machen. Noch einmal. Ich hole mir das Bein, bringe den Ashigarami, will gerade zuziehen, er drückt runter, geht drüber, ich komme her, drehe weiter und habe den Bein down.